Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe heute zwei Nachrichten. Zum ersten eine positive Nachricht, zum zweiten eine negative, will ich nicht sagen, eine neutrale Nachricht, sage ich mal. Und zwar kommen wir erstmal zu der positiven Nachricht. Ja, einige werden sich sicherlich wundern, warum mein Desktop auf einmal so leer ist. Liegt daran, dass dieses verfuckte Programm hier, Total Media Extreme von der HDPVR, nicht ging. Ja, warum ging es nicht? Das weiß ich selber nicht. Ich habe am Montag, also gestern, fast 2 Stunden lang mit dem Kundensupport gelabert und haben das Problem analysiert, keine Ahnung, und die wussten aber auch nicht weiter. Und zwar war es das: Es kam zwar hier unten das Symbol von Total Media Extreme, allerdings hat sich das Programm nicht geöffnet. Und mit diesem Programm nehme ich ja meine ganzen Gameplays auf. Ja, und ohne dieses Programm kann ich keine Gameplays aufnehmen. Deswegen war ich gestern auch extrem angepisst und deswegen kamen auch gestern noch 2 Videos. Das waren die Videos, die ich schon noch hatte auf der Festplatte. Und ja, dann habe ich gestern mit Mr. Semtex telefoniert, also im Skype, und habe halt auch nebenbei meinen Laptop auf Werkseinstellung zurückgesetzt, weil ich mir dachte, gut, letzter Versuch wäre halt nur noch dein Laptop auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Und ja, das habe ich auch gestern gemacht und war dann extrem happy, wo es dann wieder geklappt hat. Kann ich euch jetzt auch mal kurz zeigen. Dieses Programm hat sich sozusagen nicht geöffnet gehabt und ja, jetzt funktioniert es wieder. Ich weiß nicht, ob es an Mr. Semtex lag. Auf jeden Fall nochmal ein Danke an dieser Stelle, dass du ein Begleiter war auf meine schwersten Zeiten meines Lebens und doch eine kleine Glücksfee warst. Und ja, wie ihr schon seht, es funktioniert wieder. Und ja, dadurch kommt auch jetzt in der nächsten Zeit wieder ein paar Videos. So, was ich noch sagen wollte, okay, einige werden sich sicherlich sagen, so ein hässliches Hintergrundbild. Es geht mir am Arsch vorbei, was ich sage. Ich finde das so süß, das komische weiße Vieh hier vorne wieder so guckt. Putzig, putzig, putzig. Total süß. Ja, des Weiteren habe ich heute, ja, einige werden es schon sehen, heute früh wollte ich voten für den Commander Krieger bei King of Web und musste da was Trauriges feststellen. Und zwar das hier: Commander Krieger 7.705.000 Votes, Rosanna 1.611.000 Votes. Leute, was ist da los? Die Rosanna, die haut ja ganz schön raus jetzt, ne? Wir können ja mal kurz die Tagesvotes angucken von heute und da musste ich feststellen, extrem traurig, ja. Rosanna 127.000 Votes und Commander Krieger 72.000 Votes heute. Hallo? Was ist da los mit der Vibers? Frage ich mich. Ja, ich hoffe, dass jetzt noch einige mitmachen werden, weil es sind nur noch 5 Tage, 9 Stunden und 50 Minuten. Das wird so ein knappes Ding werden, weil es sind nicht mal 100.000 Votes Unterschied und die 100.000 Votes, die kann man so, so schnell machen, ja. Und ja, ich dachte mir an dieser Stelle, haust du auch mal so ein Werbungsvideo raus, so ein bisschen für den Commander Krieger, weil erstens hat er es verdient, denn er macht so viel für uns, ja. Er macht ständig Livestreams, er haut ständig Videos raus, ständig Gewinnspiele und er supportet ständig irgendwelche Leute und da dachte ich mir, hey, machst du auch mal Werbung. Ja, des Weiteren, die 7.500 Dollar, die der erste Platz gewinnt. Wieso kann ich das nicht markieren jetzt? Nein. Ja, okay, dann machen wir es halt jetzt nochmal so. Die Preise wären halt 7.500 Dollar für den ersten Platz. Ich kann es wieder nicht markieren. Frechheit. Ja, wie gesagt, 7.500 Dollar für den ersten Platz, 1.500 für den zweiten Platz. So, jetzt überlegt euch mal bitte, wollt ihr den ersten Platz machen und für 7.500 Dollar jede Menge Gamer-PCs, Konsolen, Spiele und so weiter und so fort gewinnen? Oder wollt ihr nur für 1.500 Dollar irgendwas verdienen? Ja, ich wollte es mir überlegen, Leute. Ich glaube, für 7.500 Dollar wäre die Möglichkeit, dass einer von euch gewinnt, noch höher als für 1.500 Dollar. Weil ich denke, für 1.500 Dollar jetzt nicht so viele Preise rausgehauen werden wie für 7.500 Dollar. Puh, jede Menge Zahlen. Ja, deswegen, lieber CK, werde ich jetzt mal meine 20 Votes. Ach, übrigens, 20 Votes, das hat damals was zu tun. Jetzt kann ich 10 Votes machen. Sobald ich 10 Votes gemacht habe, ist hier ein Balken voll. So, wenn ich jetzt aber die 10 wieder gemacht habe, ist der Balken voll. Das heißt, ich kriege zusätzlich nochmal 10 Votes. Das seht ihr hier, ich weiß nicht, ob ihr das seht. So,
Dann, liebe Leute, haue ich jetzt mal meine 20 Words raus. Könnt ihr das hier oben sehen? Ja, ne, gerade so. Auf jeden Fall hier, vote, 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 vote. Komm, alle 10, alle 20 Words raus für CK. So, jetzt seht ihr es bestimmt gleich. 1, 0. So, zack. Und schon habe ich die extra Votes bekommen. Das heißt, 20 Votes bekommt der CK heute für mich. Von mir. Ach ja, ich hab's heute. Ich bin irgendwie so, emotional, will ich mal sagen. Ja, und schon seht ihr, ja, wie man an die 707... an die 1.707.000 nah rankommt. So, ja, mehr kann ich für heute auch nicht tun. Ich hoffe, liebe CK, dass du noch auf Platz 1 bleibst, oder dass du King of Web wirst, sagen wir es mal so rum. Ich gönn's dir auf jeden Fall und ungefähr 80% deiner Abonnenten gönn ich es auch. 20 davon, in die Tonne damit und damit meine ich dann deine ganzen Hater und ja, ne? Auf jeden Fall, liebe Leute, votet für den CK. Ich setze auch nochmal den Link in die Beschreibung rein. Und würde sagen, viel Erfolg und viel Spaß beim Voten. Bis zum nächsten Video. Tschüss!